müssen jetzt die Zukunft unserer Branche sichern. Die chemische Industrie muss die richtigen Antworten auf die demografischen Herausforderungen finden. Deshalb müssen wir einen Mentalitätswandel in Sachen Arbeitszeit einleiten. Nur so können wir die Zukunftsfähigkeit unserer Branche für den Standort Baden-Württemberg sichern. Es geht nicht mehr darum, die Leute so früh wie möglich in den Ruhestand zu schicken. Wir müssen unsere Mitarbeiter länger und leistungsfähig im Betrieb halten. Das bekommen wir beispielsweise durch eine stärkere Flexibilisierung in bestimmten Lebensphasen hin. Von dieser Lösung von differenzierteren Arbeitszeiten profitieren beide Seiten, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Das beinhaltet auch eine Erhöhung der Arbeitszeiten. Wir stehen in einem schwierigen Jahr 2012. Die chemische Industrie befindet sich in einer Stagnation, steigenden Rohstoff- und Energiepreisen und einer ungelösten Schuldenkrise. Außerdem sind die vielen Pharmaunternehmen innerhalb unserer Branche von den Auswirkungen der Gesundheitspolitik betroffen. Das muss selbst die Gewerkschaft realistisch sehen. 6% sind einfach zu hoch. Thank you.